So, nach unserem dritten Platz beim Flash-Wallon, der uns endlich Stufe 4 gebracht hat und das schon in der zweiten Saison, können wir jetzt bei der Türkei-Rundfahrt unsere gute Restform quasi noch nutzen. Wir sehen, die Fitness ist immer noch top, der Durchschnittswert auf 75. Die Flachetappen simuliere ich jetzt gerade mal durch. Da denke ich mal, wird es eh keine großen Zeitabstände geben. Ganz genau, im Sprint sind wir sogar 13. geworden. Gar nicht mal so schlecht. Es gibt ein Mannschaftszeitfahren, was uns, denke ich mal, zugutekommt, solange wir nicht alleine im Zeitfahren unterwegs sein müssen. Der Rhythmus steigt jetzt natürlich immer mehr an. Nochmal hier eine Sprintankunft, obwohl es hinten raus sogar leicht hügelig geworden wäre. Sind wir 16. geworden, also auch nicht die Top-Sprinter hier am Start, ansonsten wären wir nicht so weit vorne. Wie gesagt, Stufe 14 haben wir erreicht, wir haben jetzt einen Hügelwert von 80, was natürlich richtig tipptopp ist. So, und diese Bergetappe fahren wir dann jetzt, die Presidential Cycling Tour of Turkey, also quasi einfach die Türkei-Rundfahrt, um es kurz zu machen. Ob wir da jetzt bei den Favoriten dabei sind am Berg, das wage ich mal zu bezweifeln. Ganz genau, sind schon ein paar ordentliche Bergfahrer dabei, aber vielleicht können wir mit unserer super Fitness ja vorne mithalten, dann sehen wir uns gleich im Rennen wieder. So, da sind wir auch schon im Rennen. Wir sehen ein relativ kleines Feld, nur 84 Fahrer sind am Start. Wir haben hier die Rücken Nummer 11 sogar. Also sind schon relativ weit bei den Favoriten vorne genannt. 17. der Gesamtwertung mit 21 Sekunden Rückstand. Und mal schauen, was heute so drin ist. Das ist natürlich eine Bergankunft. Wahrscheinlich etwas zu steil, etwas zu lang für uns. Unsere Fitness ist weiterhin richtig gut. Ich werde dann aber danach wahrscheinlich erstmal mit dem Training auch ein bisschen runtergehen nach der Türkei-Rundfahrt, damit wir hinten raus noch ein paar schöne Rennen fahren können. Theoretisch können wir ja sogar die Vuelta a España fahren. Aber ich glaube nicht, dass unser Team dafür nominiert wird. Deswegen schauen wir erstmal, ob unser Team nominiert wird und dann richten wir es vielleicht darauf hinaus. War natürlich ein absoluter Traum, mit Eddy Merckx bei der Vuelta zu starten. Und das in der zweiten Saison. Mit Ulle haben wir das ja erst in der dritten Saison beim Giro d'Italia geschafft. Auch wenn wir die Vuelta da natürlich schon direkt gewonnen haben. In der vierten Saison sind wir jetzt die Tour de France und die Vuelta nochmal gefahren, um unseren Titel zu verteidigen. Da werde ich dann jetzt auch nach Eddy Merckx gleich noch ein bisschen weiter aufnehmen mit Ulle. Dann fahre ich die Vuelta fertig. So, bin mal gespannt, was heute so geht. Wir haben einen Bergwert von 67, Hügelwert ist jetzt schon bei 80. Sieht einfach super aus. Und wir haben ja gesehen, was eben mit unserem 78er-Wert schon drin war bei Flash Wallon. Natürlich auch in der Tagesform von plus 3, also hatten wir quasi schon eine 81. Aber das lief schon richtig gut und ich behaupte nach wie vor, dass wenn ich ein bisschen ruhiger gewesen wäre in der Schlussphase, dass wir es hätten gewinnen können. Wenn ich da nicht auf 95 hochgegangen wäre, sondern wie gesagt auf 90, dann hätten wir die Kraft sicherlich ein bisschen gleicher verteilt auf die Straße bekommen. Aber naja, wie gesagt, es ist immer, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich habe ein bisschen Übersicht verloren, weil ich einfach nur gehofft habe, dass wir unter die ersten 5 kommen. Und es war ja dann auch ganz knapp. Dritter sind wir geworden. Also hat eigentlich trotzdem alles sehr gut funktioniert. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Türkei-Rundfahrt. Der Fall zeigt nach unten. Das ist natürlich erstmal nicht optimal. Aber es ist jetzt auch hier nicht die super Rundfahrt, wo wir unbedingt vorne landen müssen. Wir versuchen natürlich trotzdem möglichst weit vorne zu landen, aber wir sehen ja auch schon, die Konkurrenz ist jetzt auch nicht sensationell gut. Der beste Bergfahrer hat eine 77. Wie gesagt, wir haben eine 67, dafür einen guten Hügelwert, der aber wahrscheinlich hier nicht zum Tragen kommen wird. Wir fahren einfach mal konstant unser Tempo den Berg hoch und schauen, wo wir ankommen. Vielleicht attackieren, glaube ich, bringt relativ wenig, da wir uns dann selber platt fahren. Aber auch ganz interessant, so eine Bergetappe mal aus einer anderen Perspektive zu sehen mit einem Fahrer, der nicht top favorisiert ist. Mit Ulle sind wir ja meistens dann doch um den Sieg gefahren, wenn es in die Berge geht, wo wir da auch nicht immer den besten Bergwert hatten. Gerade jetzt bei der Tour de France ist das nicht der Fall. Schon ihre Tagesform genannt. Wir haben weiterhin den Pfeil nach unten. Schön, wenn der sich nochmal, wenn er das Köpfchen nochmal hoch neigen würde. Was mich eben bei Flash Wallon einfach auch ein bisschen geärgert hat, um dann nochmal drauf zurückzukommen, dass wir nicht beschützt wurden. Weil jetzt haben wir einen Fahrer, der uns beschützt, das ist klar. Aber unsere Teamkollegen sind einfach nur saublöd mitgefahren. Mehr haben die nicht gemacht. Minus 2 ist jetzt angezeigt. Also wir wurden vom Team eigentlich gar nicht unterstützt und das fand ich ein bisschen doof.
Im Endeffekt hätte es wahrscheinlich eh nicht viel gebracht. Da sehen wir jetzt gerade De Klerk aus unserem Team, der wieder angeholt wird. Jetzt geht es hier in den Berg der ersten Kategorie. Das ist dann immer noch sehr gemächlich. Der Max Puls ist richtig gut. Kampenherz hat auch noch einen guten Puls. Das Tempo ist auch gemächlich gewesen, bis eben gerade, bis Team Sky übernommen hat. Zumindest kurzfristig mal leicht erhöht. Dauert immer noch 6 Kilometer bis zum Berg. Danach geht es dann quasi auf einer Ebene weiter. Ganz witziges Profil. Und warum ihr gemerkt, sich jetzt hat zurückfahren lassen, ist mir ein Rätsel. So, jetzt sind wir gleich oben. Die Ausreißer sind komplett eingeholt. Kann also sein, dass es jetzt gleich nochmal Attacken geben wird. Das Tempo wird relativ hoch gehalten. Ne? Eigentlich auch eine ganz schöne Etappe, die hier gemacht wurde. So, jetzt geht es erst einmal tellerflach. Ein bisschen durch die Gegend hier auf 1000 Höhenmetern, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie hoch das jetzt tatsächlich ist. Dann beginnt der Schlussanstieg. Wir sehen relativ lang, aber auch nicht super steil. Also mal schauen, wie lange wir da mit Eddy Merckx vorne mitfahren können. Das täuscht aber auch ein bisschen vom Profil her. Ich denke mal, dass das gar nicht so lange ist. Also schauen wir mal, was wir rausholen können. Das sind höchstens, ja, 12 Kilometer, wenn überhaupt. Ja doch, so 12, 13 Kilometer. Kurz rückwärts, Tagesform ist minus 1. Dann schauen wir doch tatsächlich mal, wie lange wir mithalten können. 21 Kilometer bis ins Ziel. Ausreißergruppe hat sich keine neue mehr gebildet. So, jetzt ein Skyfahrer raus vorne, aber er reiht sich wieder ein. Jetzt geht es auch gleich in den Anstieg. Hier nutzen wir schon mal, um leicht nach vorne zu fahren. So. Dann können wir jetzt mal unsere Zeit verbringen. Jetzt sind es noch 12 Kilometer bis hoch. Mal schauen, wenn das Tempo relativ langsam sein sollte. Attacken können wir natürlich prima mitgehen. Da wurde jetzt aber schon attackiert. Fährt einer mit. Wir fahren zumindest hinterher. Tempo ist jetzt höher geworden. Können wir eigentlich relativ gut mithalten. Ich bin jetzt ein weggefahren. Ich weiß nicht, ob die Lücke wieder zugefahren wird. Bleiben wir mit unserem 80er-Wert dabei. Björn Thurau. So, rechts rum, ganz schön. So, jetzt hier so ein bisschen durchgereicht. Ich denke mal, wenn die da vorne eingeholt werden, dann ist das Tempo auch nochmal ein bisschen niedriger. Ja, jetzt fährt er uns genau vor die Nase. Scheiße. Ist ja genau vor die Nase gefahren. Da sind wir leider hinter der Spitzengruppe jetzt. Wird noch sehr, sehr schwer. Das sieht sehr, sehr langsam aus, was da jetzt gerade passiert. Aber natürlich, klar, am Berg sind wir nicht so stark. Vorne sind die Spitzenfahrer weg. Theoretisch können wir sogar nochmal attackieren, aber das lassen wir. Wir fahren jetzt mit dem gelben Balken nach oben. Ankommen. Jetzt sind wir gleich von der nächsten Gruppe aufgefahren.
jedenfalls eher super. Keine Zeit zu reagieren zum Pumpfahren. Ja klar, da sehen wir schon, wo die Grenzen von Eddy Merckx dann eben auch liegen. Wenn wir natürlich mit der Gruppe vorne angekommen wären, hätten wir im Sprint sehr gute Chancen gehabt. Kurz die Attacke mitgegangen, viel gebracht hat es nicht. Der gelbe Balken verabschiedet sich jetzt auch gleich. Peter Kernow gewinnt. Wir haben jetzt noch über einen Kilometer vor uns und der rote Balken ist gleich weg. Und Peter Kernow gewinnt aber souverän. Und jetzt ist Eddy auch glatt und da kriegen wir ordentlich Zeit obendrauf. Aber nun gut, da wissen wir, mit einem Bergwert von 67 wird es eher schwierig bei solchen Anstiegen. Das ist, denke ich mal, keine Frage. So, tun wir so, als würden wir sprinten. Und kriegen fast 6 Minuten Rückstand. Krass, an so einem Berg bin ich nicht gewöhnt. Aber nun gut. War auch nur eine Spielerei, jetzt mal so eine Etappe zu fahren. Da sehen wir genau, wo die Grenzen sind, habe ich ja eben schon gesagt. Wenn wir in der Gruppe drin geblieben wären, wären wir wahrscheinlich sowieso noch rausgefallen. Also Chancen hatten wir heute keine. Wir sind im Porsche, da müssen wir uns dran gewöhnen. Aber die anderen Etappen fahren wir jetzt auch noch und die kommen uns eher entgegen. Da können wir mit unserem Speed vielleicht wieder was gut machen. Hatte gehofft, dass wir heute nicht ganz so viel Zeit verlieren. Dreifach Erfolg für Team Sky, meine Güte. Herrada, Inyao und Peter Kernow, der hier aber alle in Grund und Boden gefahren ist, der Junge. Der muss in super Form sein, aber hat natürlich auch einen Bergwert 77. Damit war er der Stärkste hier im Feld. Wir sind 12. in der Gesamtwertung und schauen uns das weitere Profil an. Ich glaube, jetzt müsste auch gleich die Hügeletappe kommen. Ganz genau, und hier am Berg werden wir attackieren und dann sehen wir uns sofort wieder. So, willkommen zurück. Wir sind heute mit großem Abstand der Favorit auf den Tagessieg. Also der zweitgenannte Fahrer hat einen Hügelwert von 75, wir haben einen Wert von 80. Damit sollten wir ganz gute Chancen haben. Also ich werde alles in diese Attacke legen am letzten Hügel. Wir versuchen wegzufahren und dann geht es eh nur noch bergab ins Ziel. Ich denke mal, die Taktik ist relativ einfach gewählt bei so einem Profil. Das heißt natürlich erstmal sich nicht abhängen lassen, wie das ja trotzdem schon passiert ist. Zum Beispiel bei Settimana e Coppa e Bartali. Da war der Rennverlauf ja so bescheuert. Ich glaube, da haben wir 4 oder 5 Minuten auf die Spitzengruppe wieder gut gemacht, nachdem wir abgehängt wurden. Ganz alleine sind wir hinterhergefahren, an allen Gruppen vorbei, bis in die Spitzengruppe und waren, glaube ich, 600 Meter vom Ziel sogar Erster, bis sie dann an uns vorbeigesprintet sind, weil wir vorher natürlich viel zu viel Kraft verballert haben, keine Frage. So, bislang, glaube ich, fahren wir das ganz gut. Dritter beim Flash Wallon war natürlich eine absolute Sensation. Mit einer guten Tagesform im Rücken und natürlich direkt den Stufenaufstieg, den wir dann bekommen haben. Also können wir jetzt theoretisch Stufe 4 Rennen schon fahren, das in der zweiten Saison. Vielleicht schaffen wir, wie gesagt, die Vuelta noch. Falls unser Team dafür eine Wildcard bekommt, würde ich da sogar dran teilnehmen. Fahrerwertung sind wir auf Platz 5, wie ich gerade sehe. 22. im Sprint, 12. in der Gesamtwertung. Das ist, denke ich mal, alles in Ordnung. Vielleicht können wir heute noch ein, zwei Plätze gut machen mit einer guten Sprintleistung. Jetzt zeigt der Pfeil aber leider nach unten. Die Etappe ist nicht sonderlich lang. Schauen wir mal, was drin ist. Also ich denke schon, dass wir heute gewinnen müssen fast. Außer natürlich, wir haben jetzt eine -5-Tagesform. Das würde dann mir doch ein kleines Alibi verschaffen, wenn ich es nicht hinkriegen sollte. Aber es wäre dann der 13. Sieg schon in der Karriere von Eddy Merckx. Und wir haben natürlich viele, viele, viele Top-Platzierungen sonst noch gehabt. Darf man nicht vergessen, wir gehen natürlich dann nicht so in die richtige Statistik rein. So, der Pulswert ist bei uns deutlich besser als bei unseren Teamkollegen. Das kennen wir ja schon. Richtiges Scheiß-Team, was wir da am Start haben. Noch, wie gesagt, sehr viele gute Platzierungen dieses Jahr. Das meiste haben wir aber, muss man leider so sagen, alleine geschafft.
So, plus 2 haben wir jetzt trotzdem. Trotzdem Pfeil nach unten. Also im letzten Moment hat sich's geändert. Mal schauen, wie es dann am Ende aussehen wird. 2,50 haben die Ausreißer Vorsprung. Ich hoffe mal, dass da einige Teams gleich Tempo machen werden. Van Hoff aus unserem Team ist da jetzt schon vorne mit dabei, um ein bisschen was gut zu machen. So, also viel werden wir nicht gut machen können in der Gesamtwertung, das kann ich schon mal gleich sagen. Also werden jetzt keine 6 Minuten gut machen an diesem kleinen Hügel. Also da sind die Rollen dann wieder ganz neu verteilt, da sind wir der absolute Top-Favorit. Da müssen sich die anderen nach uns richten. Schon nur noch 37 Kilometer, das täuscht im Profil ein bisschen, weil die Etappe nur 130 Kilometer lang war. Dann schon mal nach vorne. Halt die nach vorne, kommt er nicht. Jetzt versucht das und jetzt wird er wieder überholt und bla bla bla. Ja, müssen wir gleich auch mal ein bisschen Einsatzbalken hoch machen. Da gibt es jetzt einen kleinen Hügel. Als wir da irgendwo durchkommen, da sind wir schon mit dem Hügelwert von 80, fliegen wir dann hier jetzt mehr oder weniger durch. Und immer mal wieder gestoppt von irgendeinem anderen Fahrer. Dann sehen wir das gelbe Trikot, Peter Kernow, der vielleicht heute die Attacke mitgehen wird. Ja, es ist nicht mal Mungels, ne? Jetzt sind wir vorne dabei, sind wir in guter Position, falls es dann gleich in den letzten Berg geht. Kampenerz versucht zu attackieren. So war das nicht abgemacht, Junge. Ja, weg kommt er eh nicht. Da ist er, glaube ich, auch nicht explosiv genug. Nee, definitiv nicht. Hat aber einen guten Hügelwert. So, jetzt sind es noch rund 5-6 Kilometer. Ja, da gibt sie, wenn ihr sie eingeholt habt, müsst ihr aber auch hinfahren. Jetzt hatten sie so, dann haben sie so viel Tempo rausgenommen, dass die wieder rausgefahren sind. Wie gesagt, ich werde vorne eh gleich attackieren. So, hier noch nicht. Und vor ist ja noch eine Ausreißergruppe, sehe ich gerade. Müssen wir jetzt auch langsam mal einholen. Jetzt macht mal Tempo, Jungs. Ganz genau. Da vorne richtig reinfahren, obwohl so weit ist das gar nicht mehr. So. Dass man jetzt hier gleich in den Hügel reingeht, dann haben wir ordentlich das Tempo. Bin schon mit 89. So, attackieren. Das ist jetzt unser Hügel hier. Fahrer. Relativ locker jetzt vorbeifahren. Jetzt nochmal die Regel nehmen und dann geht es ja nur noch bergab. Dann 89, das sollte doch jetzt irgendwie reichen. So, ab geht die Post. 40 Sekunden haben wir Vorsprung aufs gelbe Trikot. 6 Kilometer. Können wir doch nur ein bisschen höher gehen vom Wert. Denke ich mal, es geht ja relativ flach. Ja, Peter Kernow ist gut drauf. Habe ja gesagt, dass der vielleicht derjenige ist, der uns heute gefährden könnte. Ja, jetzt geht es dann nochmal in die Ebene. Na, immer noch leicht bergab. Wir haben immer noch Power. So, da vorne ist der rote Lappen. Kommt natürlich die Zeitlupe, aber die Etappe sollten wir eigentlich im Sack haben. Wir waren auch absoluter Top-Favorit. Ja, sprinten bringt eh nichts, weil wir keinen roten Balken haben. Wir versuchen es trotzdem mal. Sieht schicker aus, wenn er da aus dem Sattel geht. Und dann haben wir sogar noch leicht gelben Balken übrig, aber wir gewinnen die Etappe souverän mit 40 Sekunden Vorsprung. Schauen wir uns das von vorne an, wie die anderen dann erst reinkommen später. Denke ich mal, Favoritensieg für Eddy Merckx bei der Türkei-Rundfahrt. Und dann macht er den Balotelli. So, rund 40 Sekunden. Dann kommen hier
Paul Martens, Tom Velers, Michael Golas und da haben wir doch ordentlich Zeit gut gemacht. Knapp anderthalb Minuten auf die anderen Topfahrer. Also einen kleinen Sprung nach vorne werden wir machen. Aber wie gesagt, das war jetzt keine Herausforderung, diese Etappe zu gewinnen. Da waren wir einfach auch deutlich stärker als die anderen Fahrer. Und wo die Attacke zu setzen ist, war auch klar am letzten Hügel. Da sind wir dann schnell reingefahren von vorne. Die Attacke, so dass auch keiner folgen konnte. Alles unspektakulär, aber dennoch ein Sieg natürlich für Eli Merckx ist niemals unspektakulär. Sind wir jetzt in den Top 10 gelandet, 5:13 nur noch der Rückstand nach vorne und das wäre Sieg Nummer 13. Und wir dürfen nicht vergessen, Türkei-Rundfahrt ist ja auch ein 2HC-Rennen. Es gibt auch nochmal Punkte für die Kontinentalwertung. La Chaux-de-Fonds. Jetzt geht es dann nochmal flach zur Sache, wobei das gar nicht mal so flach aussieht. Egal, wir simulieren es trotzdem mal. Wir sind immerhin 13. geworden im Sprint. Und dann nehmen wir uns die letzte Hügel-Etappe noch raus. Und jetzt sollen wir unseren Kalender schon wieder anpassen. Was ein Stress hier. Eschborn-Frankfurt können wir gar nicht fahren. Das ist natürlich ein belgisches Team, da sind die belgischen Rennen dann eher mit dabei. Und da sehen wir, hier können wir ruhig nochmal vielleicht eine Etappe gewinnen. Geht sehr steil bergauf hinten raus. Planung und Training machen wir dann quasi in der nächsten Folge nach der Türkei-Rundfahrt. Da schauen wir dann ganz genau, was wir machen. Vielleicht gibt es dann ja auch schon ein paar Einladungen zu bestimmten Rennen. Hier Tour of Queen Guy Lake habe ich jetzt schon rausgenommen. Die anderen möchte ich eigentlich auch nicht fahren. Vielleicht mache ich es einfach so, dass ich während des Rennens aussteige. Dann kostet es mich hier keine Punkte, wenn ich da den Wert auf 0 stelle und wir einfach so ausscheiden. Das wäre natürlich auch eine Idee, weil ich dann vielleicht tatsächlich Vuelta a España fahren möchte, weil falls wir eingeladen werden, wir sind natürlich von der Platzierung her eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also Continental bin ich ja vorne, Super Prestige ist Eddy Merckx auf 11. In der World Tour sind wir ja nicht dabei, aber Super Prestige sind wir auf Platz 19. Also wer weiß, vielleicht können wir bis dahin ja sogar noch ein paar Punkte sammeln. Dann schauen wir einfach mal. Aber jetzt fahren wir erst nochmal hier diese Hügelankunft und dann sehen wir uns gleich im Rennen wieder. So, Top-Favorit sind wir natürlich wieder. Folgt wieder Kenner heute. Bedeutet wieder großer Druck, die Etappe auch zu gewinnen. Ich denke mal, da das Profil ins Hinterhaus sowas von entgegenkommt, weil die steilen Parts kommen erst ganz zum Schluss, also muss man sich ein bisschen Kraft aufheben. Bin mal gespannt, ob wir es schaffen. Aber immerhin ein schöner Sieg in der letzten Etappe, haben wir ordentlich Zeit gut gemacht, auch wenn wir jetzt quasi ein bisschen auf der Stelle fahren. So, Clay, oder wie auch immer ausgesprochen wird, fährt jetzt vor uns. Relativ flaches Terrain, erstmal. Hinten raus geht es dann richtig zur Sache. Deswegen können wir es eigentlich auch nur auf achtfache Geschwindigkeit stellen, weil da jetzt nichts passieren wird am Anfang. Schön hier am Meer entlang. Türkische Riviera. Da haben sie mal ein Häuschen hingebaut, so ein kleines Hexenhäuschen. Generell so in die Pampa, immer mal ein paar Häuser reingepflanzt. Ja, ganz nett. Aber so viele Texturfehler gibt es nicht. Richtig drastisch aufgefallen ist es mir bei der Kalifornien-Rundfahrt, wo sie das Bergzeitfahren komplett versaut haben. Wenn man dann durch die Balustrade durchfährt, hat man gesehen, da haben sie irgendwie mal eine andere Planung gehabt anscheinend für die Etappe. Das war ein bisschen blöd, aber spielt jetzt auch keine ganz große Rolle. So, und die Straßen sind schön breit und auch relativ gerade. Aber wir haben es gesagt, fahren wir in die Stadt rein und die Straßen werden schmaler und schlängeln sich. Aber hier sieht man schön lange Straßen, das habe ich immer lieber als dieses dauernde Geschlängel, wo man sich fast übergeben muss. Der Fall zeigt wieder nach unten, das hat er bei der letzten Etappe am Anfang aber auch. Vielleicht geht er wieder nach oben, das wäre natürlich schön, immer noch 100 Kilometer zu fahren. Ich denke mal, dass wir heute wieder gute Chancen haben, die Etappe zu gewinnen. Kenneth natürlich weiterhin vorne in der Gesamtwertung. So groß ist der Rückstand gar nicht mehr auf die ganz vorderen. Vielleicht können wir heute sogar noch ein bisschen Zeit gut machen. Zumindest auf Feline oder Brown auf Platz 4. Mal schauen. Die Tagesform ist leider minus 2. Jetzt rasen wir wieder an uns vorbei. Aber die wühlt sich nach vorne, er prügelt sich durch.
liebe diese langen Straßen. Das ist mir immer tausendmal lieber. Hinter uns der Führende im weißen Trikot, das ist genau 200 Gesamtwert und da werden wir nicht mehr hinkommen. So, jetzt nähern wir uns schon dem Berg der zweiten Kategorie und diese breiten Straßen sind natürlich auch sensationell. Da kann man nämlich immer schön nach vorne fahren. Auf der einen Etappe in Italien, da war es ja wirklich, dass die Straße so schmal war, dass wir da überhaupt nicht mehr nach vorne gekommen sind. Und einmal abgehängt war es dann schwierig, wieder nach vorne zu kommen. So, jetzt geht's schon in die entscheidende Phase. Jetzt bin ich noch verpeilt. Wir sind halt jetzt schon mal auf 80, Tagesform ist minus 1, Tempo ist recht hoch. Ausreißergruppe wird aber dann auch gleich angeholt sein. Und dann schauen wir, dass wir den letzten Berg erstmal konstantes Tempo hochfahren. Vielleicht eine Attacke mitgehen und uns aber nur dranhängen. Ansonsten würde ich halt erstmal konstant hochfahren und dann im Sprint alles versuchen. Aber hier wird jetzt schon ordentlich Tempo gebolzt, aber ich denke mal, andere werden da genauso viele Probleme haben wie wir. Wir haben den besten Hügelwert. Es sollten eigentlich alle mehr leiden, als wir das tun. Salomein da vorne versucht. Plus 5, hat mich schon gewundert, dass er noch da vorne so mitfahren kann. So, das gelbe Trikot ist relativ weit vorne dabei. Zweiter, dritter Position hier im Hauptfeld. Geht es aber gleich nochmal in der Abfahrt. Da können wir vielleicht noch ein bisschen regenerieren. Wir sind jetzt in einer guten Position. Von unserem Teamkollegen ist natürlich weit und breit nichts mehr zu sehen. Geschützt werden wir auch nicht mehr in der entscheidenden Phase. Das muss nächstes Jahr besser werden. Bin mal gespannt, was für Angebote wir bekommen. Ich meine, eigentlich sind wir das Ultratalent. Mit 20 Jahren Dritter beim Flashballon. Jetzt sind es auch schon nur noch 10 Kilometer. Ausreißer sind gestellt. Trotzdem noch das Tempo erhöhen. Ich muss jetzt hier einreihen bei Kenneth. So, da vorne beginnt es. Runter. Wir haben jetzt wieder einige vorgefahren. Ich dachte, wir auf 89 hochgehen. Na, komm schon. Bleib dran, Eddie. Jetzt sind wir dranhängen. Jetzt attackiert der Sack nochmal. Fuck, fährt uns weg. Boah, jetzt kommt erst der steile Part. Da sind wir durch. Da waren die anderen stärker. Das war wahrscheinlich noch aufgefahren von Kenneth, ganz genau. Das war nicht optimal. Feline fährt da jetzt noch vorbei. Ich weiß nicht, ob wir Dritter oder Vierter werden. Herada scheint noch besser drauf zu sein als wir. Der fährt jetzt noch vorbei. Da werden wir nur Vierter werden. Schade. Das war nicht optimal. Aber nun gut. Das war auch sehr, sehr steil. Und sehr schnell das Tempo vorher. Immerhin Vierter, kann man ganz gut mit leben. Damit haben wir die Türkei-Rundfahrt auch recht gut bestritten. Ich weiß nicht, wen wir da jetzt noch Zeit abgenommen haben oder nicht. Ist aber ja auch gar nicht so, so wichtig. Den ersten Saisonhöhepunkt haben wir sehr, sehr gut bestritten. Da kann man nichts sagen. Und Feline ist der Sieger. Vierter Platz für Eddy Merckx und insgesamt sogar Fünfter geworden. Gar nicht mal so verkehrt, dafür, dass wir an der Bergwertung eigentlich richtig viel Zeit verloren hatten. Jetzt gibt es noch die 7. und die 8. Etappe, relativ flache Sprintankünfte. Die lassen wir jetzt weg, die simulieren wir gerade noch durch und dann schauen wir mal, was wir demnächst machen. Ich mache jetzt sowieso erstmal wieder eine kleine Pause mit Eddy Merckx und spiele jetzt mit Ulle die Vuelta a España 2018 fertig.
Schauen, was da drin ist. So, Sprintankunft, Platz 21. Da ändert sich nichts mehr in der Gesamtwertung. Und jetzt simulieren wir noch die letzte Etappe. Dann schauen wir uns gerade noch mal ganz kurz die Kontinentalwertung an. Da müssten wir ja zumindest auch ein paar Punkte wieder bekommen haben für unser 2HC-Etappensieg. Und Gesamtwertung 5. ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt. Auch über 100.000 Euro haben wir verdient. Jetzt nochmal 6.350 für die Türkei-Rundfahrt. Platzierung in der World Tour sind wir auf Platz 42. Immerhin. Kontinental sind wir weiter deutlich vorne mit 452 Punkten als Team. Da sind wir in der Brutto-Wertung natürlich mit 50 Punkten auf Platz 19 immerhin. Kontinental sind wir auf Platz 4. Und Super Prestige sind wir insgesamt auf Platz 19. Aber mal schauen, vielleicht kriegen wir ja doch ein paar Wildcards, weil Eddie hier so gut abschneidet. Flèche Ardennaise fahren wir auf jeden Fall noch, aber wir müssen jetzt dann gleich den Trainingsplan ändern. Mache ich aber dann beim nächsten Mal und schaue, wo wir unsere Punkte dann genau setzen. Die Form wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen runtergehen. Wie gesagt, hier würde ich dann vielleicht schauen, dass wir einfach aussteigen, dass wir die Rennen nicht fahren. Aber dann dauert jetzt ein bisschen, so 2, 3, 4 Tage, bis ich auf jeden Fall wieder mit Eddie weiterspiele. Und jetzt wird erstmal mit Ulle weitergezockt und da könnt ihr ja auch weiterschauen. Da sind wir ja gerade in der Tour de France. Wenn diese Folge erscheint, müsste es relativ in der finalen Phase sein. Vielleicht sind wir dann auch schon in der Vuelta drin. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool, sehr spannend, genauso wie die Etappen mit Eddy Merckx. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und dann sehen wir uns demnächst wieder hier bei Eddy Merckx und dem